Köpfchen, handwerkliches Geschick und Coolness. Das hat Florian Maigl schon zum deutschen Meister im Schreinerhandwerk gemacht. Und jetzt will es der ganzen Welt zeigen. Mein Ehrgeiz ist das, was mich eigentlich jeden Tag wieder antreibt, mich wieder stundenlang in die Arbeit zu stellen und da zu trainieren. Weil ich sage, es reizt mich schon sehr, einmal ganz oben zu stehen und also mit einer Medaille um den Hals und sagen können, ich bin jetzt Weltmeister. Eigentlich arbeitet der 20-Jährige als Schreiner bei der Holzverarbeitung Hundhammer in Penzberg. Doch in letzter Zeit ist er im World Skills Fieber. In Russland wird er sich mit den besten Bauschreinern der Welt messen. Letztlich geht es um solche Werkstücke. In 22 Stunden müssen sie entstehen. Teilweise entscheiden sogar nur wenige Mikrometer. Wenn dieser Aufriss nicht ganz passt, wenn dann der Riss auf dem Holz nicht ganz passt und wenn ich dann noch dazu also nicht ganz auf dem Riss arbeite, dann passt es halt schnell mal um einen halben Millimeter nicht. Und diesen halben Millimeter, den kann ich mir nicht leisten, weil es darf bloß um 4/10 nicht passen. Wir haben schon geschaut, 4 Blätter Papier haben im Prinzip 4/10. Das heißt, da darf später keine Lücke sein, die wo größer ist wie 4 Blatt Papier übereinander gelegt. Diese Exaktheit kann trainiert werden. Seit Wochen probiert sich Florian immer wieder an neuen Werkstücken. Da habe ich schon ein paar Erfolgserlebnisse gehabt, aber ein paar deprimierende Momente, wo man dann eben merkt, dass es nicht so passt, wo man nacharbeiten muss. Und dann vergehen eben schon wieder Sekunden. Aber das Gefühl, also wenn so eine Verbindung auf Anhieb passt und man merkt, dass man das irgendwie hinbekommen hat, dann ist man schon ein bisschen stolz auf sich. Ja. Mal schauen, wie es dieses Mal klappt. Doch es hakt. Florian muss nachbessern. Sein Chef glaubt trotzdem weiter fest an ihn. Ja, es ist natürlich sensationell, wenn man so einen Mann kriegt, der wo auch den Willen und die Lust dazu hat, dass er da sich jeden Abend dann herstellt, stundenlang Übungen macht, oft bis in der Nacht um 10, 12 steht er herin und übt und macht. Also ich bin mir da ganz sicher, dass er das gut macht und dass er da auch Sieger wird. Nach ein paar Handgriffen passt dann auch das Werkstück. Egal wie er bei der Schreinerweltmeisterschaft abschneidet, Florian ist schon jetzt ein Sieger. Das ist auf jeden Fall ein erfüllender Beruf für mich, weil ich sage, ich habe eine Möglichkeit gefunden, mich kreativ auszutoben bzw. meine Kreativität auszuleben. Und da ist eben Holz genau der richtige Werkstoff dafür. Und wenn alles gut geht, dann vergoldet er sich auch noch seinen Traumberuf.